sehr. Ein Applaus für Elena, bitte. Hallo, meine lieben Freunde. Ich stehe hier gegen Krieg mit Russland. Ich komme aus Russland. Ich wohne in Stuttgart, arbeite als Psychologin. Ich wohne in Deutschland seit... Ich lebe in Deutschland seit 18 Jahren. Ich möchte euch sagen, ich habe nie ein gutes Bericht in deutschen Fernsehen über Russland gesehen. Noch nie. Danke. Und ich möchte keinen Krieg mit Russland. Ich möchte, dass ihr mich auch damit unterstützt. Wir haben schon zwei Kriege gehabt, Russen und Deutschen. Ich möchte, dass kein dritter Weltkrieg mit Russland kommt. Danke. Deutschland begreifen noch nicht, dass Deutschland ist eine, dass Deutschland ist eine, dass Feindschaft zwischen Russland und Deutschland ist ein primäres Ziel, ein gutes Ziel für einen dritten Weltkrieg anzufangen. Hier sind sehr viele stationäre Basen, Militärbasen. Und was machen sie hier in Europa? Was machen hier in Deutschland? Sie müssen raus, sie müssen uns nicht beschützen von Russland. Russland hat noch nie einen Krieg angefangen. Russland will keinen Krieg. Stratfor hat bestätigt, sie wissen schon, es müssen so viele Russen ermordet werden. Und USA-Hauptziel seit einem Jahrhundert war, ein Bündnis zwischen Russland und Deutschland zu verhindern. Sie müssen uns ein Keil einsetzen zwischen uns, Russen und Deutschen. Und das läuft seit 100 Jahren hier in Europa. Das müssen wir vermeiden. Also Deutschland hat eine lange Kultur, genauso wie Russland. Aber Amerikaner haben das nicht. Ja, das Land existiert seit 270 Jahren. Und wir in Deutschland und in Russland haben sehr lange und tiefe Kultur. Und deswegen beneiden sie das, dass wir das haben und möchten das vermeiden. Komischerweise müssen immer Deutsche eine Entscheidung treffen, sogar nicht nur für sie selbst, nicht für Deutschland, sondern auch für Europa treffen. Jetzt momentan trifft Deutschland auch eine schwierige Entscheidung, ob ein Krieg mit Russland wird oder nicht. Wir sehen alle, was gerade in der Ukraine passiert. Das Krieg kann hier ausbrechen werden, jeden Tag, morgen kann es ausbrechen werden. Und deswegen müssen wir was tun, wir müssen auf die Straße gehen. Ich habe jemanden, Europa steht schon auf, ich habe eine Bekannte aus Bulgarien, aus Sofien, Zveta. Und sie hat schon 10.000 Leute auf die Straße gebracht. Und wir 10.000 in Sofia, in Bulgarien, mit gleicher Forderung, mit raus aus der NATO, antifaschistische Forderungen. Wir organisieren jetzt einen europäischen Komitee, da wo alle Länder, europäische Länder auf die Straße auf einen Tag zusammenkommen und protestieren für NATO-Austritt, dass Europa raus aus der NATO gehen muss. Sie muss zurückfahren nach Amerika, aber was hier in Europa nicht zu suchen, auf unserem Kontinent. Amerika hat NATO nicht zu suchen. Ich kämpfe auch für meine Kinder, für mich. Ich möchte nicht sterben. Ich möchte nicht, dass meine Kinder sterben im Dritten Weltkrieg mit Russland. Ich möchte nicht, dass eure Kinder sterben in diesem Krieg. Danke. Energie und Kraft nötig sein gegen diese Anti-NATO-Absichten mit Deutschland und Europa. Mein Vorschlag wäre, dass wir alle auf die Straße gehen. Im schlimmsten Fall müssen wir auch Autobahn sperren, hüpfen, Auto aufkleben, Amigo kommt, NATO raus, alle. Warum zählt keine von Bundesregierung in Berlin? Warum stehen die Leute nicht auf die Straße? Ich glaube, Hauptproblem ist Medien. Die Hetze gegen Russland auf deutsche Medien. Und ich möchte, dass wir alle auf einmal aufstehen und zeigen unsere Meinung. Nicht, was uns gezeigt wird. Amigo home! Amigo home! Amigo home! Amigo home!
Danke. NATO muss aus Deutschland rausgehen und die Bundesregierung muss alle Soldaten, NATO-Soldaten, rauswerfen, damit das Volk selbst dafür sorgen kann. Also, liebe Freunde, bitte stoppt diesen Krieg. Ich bitte euch sehr. Ich werde auch dabei sein, ich werde euch helfen und tun alles, was ich kann. Stoppt bitte diesen verdammten Krieg. Danke.